Hallo Lilly, was für ein schöner Tag für einen Ausflug. Schau, Lilly, da ist Penny, das Flugzeug. Oh, du würdest gerne auch so fliegen können wie Penny? Naja, vielleicht kann Tom ja helfen. Besuchen wir ihn doch in seiner Lackierwerkstatt. Hallo Tom, räumst du gerade auf? Das ist gut. Hör mal, ich glaube, ein neuer Kunde ist auf dem Weg zu dir. Tom, Lilly würde gerne fliegen können wie Penny das Flugzeug. Hast du da vielleicht eine Idee? Also du könntest dir vorstellen, sie in einen Pterodactylus zu verwandeln? Was sagst du dazu, Lilly? Ja, Pterodactylus ist ein ziemlich schweres Wort. Ja, Lilly, Flugsaurier ist auch in Ordnung. Beginnen wir mit der Verwandlung. Was kommt als erstes, Tom? Ah, die Grundfarbe. Welche wirst du wählen? Orange. Gute Wahl. Okay, Lilly, dann malen wir dich mal an. Tolle Farbe, findest du nicht auch, Lilly? Was kommt als nächstes, Tom? Oh, eine Nase. Welche wird Lilly passen? Die Schweinenase? Mauseohren? War ja nur ein Vorschlag. Dann nehmen wir den Schnabel. Schön stillhalten, Lilly, während Tom den Schnabel befestigt. Sehr schön. War das jetzt alles, Tom? Nein? Was kommt als nächstes? Damit siehst du garantiert aus wie ein Pterotyp. Ein Flugsaurier, schon klar. Also du meinst, die Flügel müssten eine andere Farbe haben, damit sie sich ein bisschen abheben? Das können wir schnell ändern, nicht wahr, Tom? Gelb wäre perfekt. Gefällt es dir? Gut. Ich bin froh, dass es dir gefällt, aber vielleicht könntest du draußen ein bisschen mehr flattern. Denn jetzt ist sie fertig, nicht wahr, Tom? Noch eine besondere Sache? Na dann. Ich frage mich, was das sein könnte. Aber natürlich. Beine. Okay, aber jetzt ist sie fertig. Wow, Lilly. Du siehst aus wie ein Pterodactylus. Na dann, auf nach draußen und die Flügel ausprobiert. Wow. Sehr beeindruckend. Das hast du toll gemacht, Tom. Wie immer. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.